Hallo liebe Freunde, in diesem Video erzähle ich euch, wie man nach dem Löschen und Formatieren Fotos von der Festplatte eines Computers oder eines Laptops wiederherstellen kann. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Benutzer stehen häufig vor dem Verlust ganzer Archive mit Hochzeitfotos und Urlaubsfotos beim Reinigen der Festplatte. Martins Taufen, die ersten Schritte eines Kindes, Fotos von wichtigen Ereignissen im Leben sind von unschätzbarem Wert. Wenn Sie auf ein ähnliches Problem stoßen, befolgen Sie unsere Anweisungen. Verweigern Sie die Arbeit mit der Festplatte, von der das Foto gelöscht wurde. Wenn dies nicht möglich ist, minimieren Sie die Arbeit mit ihm. Jedes installierte Programm oder jede aus dem Internet heruntergeladene Datei kann gelöschte Fotos überschreiben und nicht zurücksenden. Überprüfen Sie den Windows-Papierkorb, möglicherweise befinden sich Ihre Fotos drin. Erinnern Sie sich an den Ursprung dieser Fotos. Wenn ein vertrauter Fotograf sie an Sie weitergegeben hat, wenden Sie sich erneut an ihn. Wenn Sie mit Ihrem Telefon oder Ihrer Kamera aufgenommen haben, überprüfen Sie die Speicherkarte. Wenn kein Backup-Image mehr vorhanden ist, verwenden Sie Hetman Photo Recover. Laden Sie das Programm über den Link in der Beschreibung herunter und installieren Sie es. Schauen wir uns also genauer an, wie Sie Fotos mit dem Programm Hetman Partition Recover wiederherstellen können. Dazu erstellen wir eine der Situationen neu, die zum Verlust wichtiger Dateien führen können. Und in unserem Fall Fotos. Es gibt Fotos auf Festplatte.de. Formatieren Sie es. Wie wir sehen, ist die Festplatte formatiert. Die Fotos sind verloren und jetzt müssen wir die wiederherstellen. So. Wie werden diese Fotos mit dem Programm Hetman Photo Recover wiederhergestellt? Führen Sie das Programm aus. Der Wiederherstellungsassistent wurde geöffnet. Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie die Festplatte aus, auf der Sie das Foto wiederherstellen möchten. Wählen Sie schneller Scan. Weiter. In den zusätzlichen Optionen können Sie das Erstellungsdatum der Dateien entweder geöffnet oder geändert und die Dateigröße angeben, um die Suche festzulegen. Ich wähle Suche nach Datum, erstellt, letzte Woche. Da in meinem Fall die Dateien erst kürzlich auf der Festplatte gespeichert wurden, jetzt ist Suche nach Größe, Mittel. Da in meinem Fall alle Dateien, die gelöscht wurden, haben eine durchschnittliche Größe von nicht mehr als 1 Megabit. Wir warten, bis der Analyseprozess abgeschlossen ist. Fertig. Es werden Miniaturenansichten von Bildern angezeigt, die wiederhergestellt werden können. Deaktivieren Sie gegebenenfalls nicht benötigte Fotos. Klicken Sie auf Weiter. Nachdem wir auf Festplatte gespeichert ausgewählt und den Pfad angegeben haben, in dem unsere Fotos wiederhergestellt werden sollen, klicken Sie auf Wiederherstellen. Fertig. Wie Sie gesehen haben, hat das Programm dies schnell und einfach erledigt. Und dank der intuitiven Benutzeroberfläche des Programms und des praktischen Wiederherstellungsassistenten war ich mit einem Minimum an Aufwand beschäftigt. Das war alles für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen weitergeholfen. Abonnieren Sie den Kanal und Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.